Hallo und willkommen zu diesem Video, in dem wir dir unsere neue eTurtle Airbag-Weste vorstellen. Die eTurtle ist eine elektronische und vollautonome Airbag-Weste, die immer über die bestehende Motorradbekleidung getragen wird. Sie ist aus unempfindlichen und abriebfesten Cordura-Stoff gefertigt und in verschiedenen Farben erhältlich. Sie hat unseren bekannten Turtle Level 2 Rückenprotektor der Firma SaaStec und auf der Vorderseite noch eine kleine Tasche. Wichtig bei der eTurtle natürlich die richtige Größe. Mark ist 1,80 Meter groß und wiegt 75 Kilo. Er trägt eine Größe L. Hier ist wichtig, dass die Länge stimmt. Die Weste sollte über das Steißbein gehen. Was auch noch wichtig ist, ist die richtige Weite der Weste. Diese können wir über die drei Verstellriemen auf der Vorderseite einstellen und sie sollte dann so eingestellt sein, dass danach die Fäuste aufrecht, so wie beim Mark, unter die Weste passen. Wenn du die Weste dann angezogen hast, musst du sie nur einschalten, indem du dreimal auf den Power-Button drückst. Sobald du den Signalton hörst und die LED grün blinkt, ist das System auch schon aktiv. Über die gleiche LED siehst du den aktuellen Status des Akkus. Grün bedeutet, der Akku ist voll bzw. das System ist betriebsbereit. Und gelb, der Akku wird langsam leer und du hast noch 2 Stunden Fahrzeit. Zudem gibt es noch die rote LED. Diese zeigt dir an, dass ein Fehler vorliegt, zum Beispiel die Kapsel ist leer oder das Verbindungskabel ist nicht verbunden. Der Akku hält ca. 25 Stunden im Dauerbetrieb und kann über jeden herkömmlichen 5 Volt USB-Anschluss geladen werden. Ladekabel ist natürlich im Lieferumfang enthalten. Unsere CDU, die Crash Detection Unit, überwacht die Bewegungsabläufe in Echtzeit und erkennt Unfälle und Stürze ab einer Fahrgeschwindigkeit von 20 km/h dank GPS und Bewegungssensoren und löst das System dann innerhalb von gerade mal 62 Millisekunden aus. Unser SDU, Shock Detection Unit, oder ganz einfach auch Aufprallsensor genannt, ist separat erhältlich oder auch im kompletten Set mit der eTurtle und wird dank der verschiedenen Klemmungen einfach an der Gabel montiert und dadurch reduzieren wir die Erkennungszeit auf gerade mal 31 Millisekunden und erkennen auch Unfälle im Stillstand. Also zum Beispiel, du stehst an der Ampel und dich fährt ein Auto an. Wenn es dann zum Sturz oder Unfall kommt, passiert Folgendes. Unsere CDU schickt ein Signal an die Kapsel, die dann gezündet wird und löst den Airbag aus. Und wie das genau aussieht, zeigen wir dir jetzt. Was man ganz gut sieht, der Helm wird rundherum gestützt, dadurch schützen wir den Halswirbel, Schlüsselbein, Brustbereich, die Rippen, das Steißbein und ganz wichtig, die Wirbelsäule wird durch 2 Luftkammern so gestützt, dass sich diese nicht mehr verdrehen oder überstrecken kann. Unser Turtle Rückenprotektor hilft dabei dem Airbag, die Aufprallenergie vollflächig zu absorbieren und dadurch schützt er noch mehr. Das Zischen, das du hier hörst, ist die Luft, die langsam aus dem Airbag entweicht. Er braucht ca. 3 bis 5 Minuten, bis er wieder in seinem normalen Zustand ist. Die eTurtle kannst du wiederverwenden, also sprich reaktivieren. Wie das aber genau funktioniert, zeigen wir dir im weiteren Video. Unsere hier verbaute Auslösekapsel hat 10 Jahre Garantie. Was auch noch ganz wichtig ist, alle unsere Systeme haben eine eigene Seriennummer, mit der du das System auf unserer Homepage helight.de/garantie registrieren kannst und sich dadurch dann die Garantiezeit für den Airbag von 2 auf 4 Jahre verlängert. Falls du zu unserer neuen eTurtle noch Fragen hast, kannst du uns gerne kontaktieren. Wir bedanken uns bei dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.